Es ist zwar schon eine Weile draußen, aber ich möchte trotzdem nochmal über Assassin's Creed Syndicate reden, denn das ist für mich eins der besten Assassin's Creed, was ich je gespielt habe. Und warum das so ist, erfahrt ihr jetzt. In Assassin's Creed Syndicate dürfen wir das erste Mal zwei verschiedene Charaktere spielen. Diese sind Zwillinge und heißen Jacob und Evie Fry. Jacob ist hier der eher draufgängerische Hau-drauf-Typ, der ziemlich stumpf irgendwelche Leute einfach töten möchte, die ihm auf den Sack gehen, und sie ist mehr so die Bedachte, die mit Taktik versucht, irgendwie den Templern eins auszuwischen und muss dauernd die Fehler ausbaden, die er so macht. Und das Ganze spielt im industrialisierten London. Also, im industrialisierten London zu der Zeit von Assassin's Creed Syndicate sind die Templer an der Macht quasi, beziehungsweise es gibt fast keine Assassinen mehr und die zwei möchten das ändern. Es gibt dann einen, diesen Oberbösewicht, so wie es das in jedem Assassin's Creed gibt. So, der heißt Steric und ja, ist halt so ein. Erinnert so ein bisschen an den Hauptcharakter von dem Typen von The Order 1886. Und ja, also wie man das halt von Assassin's Creed so kennt, man muss halt die kleineren Untertanen von dem töten, bis man irgendwann zum Ende gegen ihn antreten darf. Neuerungen in diesem Spiel sind beispielsweise so der Grappling Hook, den man zum Beispiel von Batman kennt. Also es ist so ein bisschen ähnlich. Man sieht da deutlich, wo Ubisoft sich da vielleicht hat inspirieren lassen. Dann haben wir noch diese Kutschen, die man da benutzen kann. Also man kann wie bei GTA quasi einfach, wie bei GTA ein Auto einfach an eine Kutsche gehen, den Reiter runterschmeißen und dann so eine Kutsche klauen. Und ansonsten hat sich da eigentlich zu den alten Assassin's Creed-Spielen nicht viel verändert, außer dass es technisch dieses Mal einwandfrei läuft und das sogar für den PC. So, außerdem haben wir hier noch einige historische Charaktere, wie zum Beispiel Charles Dickens, Charles Darwin, Karl Marx, Entschuldigung, und Queen Victoria I., die auch mal zwischendurch eine kleinere Rolle spielen, was immer ganz nett ist. Unbedingt spielen solltet ihr Assassin's Creed Syndicate, wenn ihr von den letzteren Teilen eher ein wenig enttäuscht wart, weil wir haben ja ein Assassin's Creed Syndicate, das in sich wieder total stimmig ist. Die Stadt sieht gut aus. Die Umgebung ist einfach perfekt und man hat viel Nebenaufgaben, die diesmal aber nicht so wirken, als wären die einfach nur da, damit man den Inhalt dieses Spiels irgendwie füllt, sondern es macht wirklich Bock. Es gibt zum Beispiel noch so hier der Jacob und Evie gründen so eine Gang quasi, die Rooks, und die müssen die rivalisierende Bang Gang in London ausschalten. Und das macht man in verschiedenen Nebenaufgaben. Man muss Templer töten. Hier Ressourcen von denen klauen und halt ganz viele verschiedene Sachen noch. Man muss zum Beispiel hier Kinder noch befreien aus irgendwelchen, also aus Kinderarbeit, einfach aus den ganzen Fabriken, die es da so gibt. Und die Immersion ist einfach größer. Man wird nicht so oft rausgeschmissen, weil man denkt, okay, wieso zur Hölle muss ich jetzt das hier machen? Das macht eigentlich keinen Sinn. Man hat durchgehend vor Augen, warum man gerade etwas tut. Das ist viel besser, finde ich, als in den letzten Assassin's Creed-Spielen. Es ist technisch einwandfrei, wie ich eben schon erwähnt habe. Und also wenn euch Assassin's Creed Syndicate irgendwo in der Vergangenheit mal verloren hat, weil ihr dachtet, okay, ich hatte keine Lust mehr, irgendwie ist das nicht mehr was für mich, dann würde ich euch empfehlen, euch dieses Assassin's Creed auf jeden Fall nochmal anzuschauen. Denn es macht, ich weiß nicht, es ist einfach ein rundes Ding und es macht einfach Bock. Gebt dem Ding noch eine Chance. Assassin's Creed Syndicate ist nichts für euch, wenn ihr generell kein Assassin's Creed mögt. Ne? Ich meine, hat jetzt mittlerweile schon eine relativ lange Geschichte, dieses Spiel, und ihr seid bestimmt schon mal irgendwie mit diesem Spiel in Berührung gekommen. Und wenn das für euch gar nichts ist, dann wird das hier jetzt auch, weil es keine große Innovation ist, es ist halt ein Assassin's Creed, das wird jetzt für euch keine bahnbrechende Neuerung haben. Wenn ihr nur die letzten Teile gespielt habt und großen Spaß mit diesen Schiffskämpfen habt, dann ist es wahrscheinlich auch nichts für euch, denn die sind hier nicht mehr vorhanden, weil es wirklich nur in London spielt. Man kann zwar noch durch die Therme über verschiedene Schiffe klettern, aber das hat mit selber Schifffahren hat das nämlich nichts mehr zu tun.
Außerdem wird dieses Assassin's Creed nichts für euch sein, wenn ihr die Szenarien in der realen Welt gerne hattet, weil es gibt hier wieder eine Storyline, die sich in der Gegenwart befindet, aber die ist sehr abstrus, sehr kurz und sehr zusammenhangslos, sodass man weiß nicht, was passiert da gerade. Und also wenn ihr dieses Große und Ganze von dieser Gegenwarts-Story irgendwie gut findet, dann lohnt es sich nicht, Assassin's Creed Syndicate nur deswegen noch zu holen, weil es macht einfach keinen Sinn. Das war meine Review von Assassin's Creed Syndicate. Ich hoffe, ihr überlegt euch das nochmal Richtung Weihnachten, ob ihr Bock habt, da nicht vielleicht dem Franchise doch nochmal eine Chance zu Weißt du, geben. was auf Evie Fry zutrifft? Sie war eng, sie war eng, sie war Engländerin. Weitermachen.